Danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Einkaufsvideo von mir. Und ich glaube, das ist diesmal das größte Einkaufsvideo, was ich auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Nicht im Allgemeinen, denn ich habe schon häufiger so viel eingekauft oder auch mehr. Allerdings ist das jetzt auch nichts Alltägliches. Das kommt nicht ganz so häufig vor. Ihr könnt schon im Hintergrund sehen, was ich da so alles gekauft habe. Und ihr kriegt jetzt nochmal eine Aufnahme so von allem. Und dann zeige ich euch nochmal die ganzen Preise. Ihr kennt das ja, das übliche Spiel. Und am Ende des Videos sehen wir uns dann mit meiner Essensliste. Und in diesem Video werde ich wieder versuchen, euch die Bilder zum Essen mit einzufügen. Also falls ihr Lust habt, bleibt bis zum Ende dran. Viel Spaß! So, hier ist noch einmal kurz der Überblick. Hier haben wir die Gefriersachen. Da haben wir so das Allgemeine, hier auch und hier kommt das Obst und das Gemüse. Hier haben wir die Kühlschranksachen und hier haben wir so Süßkram und Tee und Zucker, Tee und ähnliches. Ich habe euch das so ein bisschen aufgeteilt heute. Wir beginnen mit dem Aldi-Bereich. Hier haben wir so eine 4 Baguette-Salami-Pizzen. Da ist so ein Apfelkissen-Nachtisch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Diese Dessert-Dinger von Aldi schmecken immer 1:1 wie die von Koppenrad und Wiese. Ich bin sogar der Meinung, dass das irgendwie von Koppenrad und Wiese ist. Ich bin mir nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest, aber ihr könnt es problemlos kaufen. Dann haben wir hier so ein Snickers-Eis. Zweimal Baguette, einmal in Knoblauch, einmal in Kräuter. Dann haben wir hier so ein Eismix. Eis ist mit das Schnellste, was bei uns weggeht. Wir haben ja immer Kinder zu Besuch und dann ist es immer ganz, ganz schnell weg. Hier haben wir die Regenbogenforelle. Und jetzt kommt der Lidl-Teil für den Gefrierschrank. Hier haben wir einmal so eine Art Chicken Nuggets, bloß in so einem Asia-Style. Hier, das ist das erste Mal, dass ich die gekauft habe. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das sind auf jeden Fall so eine Erbsen in der Schale. Und ich dachte, das wäre ganz gut so für eine Gemüsepfanne. Hier haben wir eine Packung Fischstäbchen. Eine Packung Lachs, die gab es im Angebot. Dann Shrimps, eine Packung. Wieder mal Brötchen. Einmal die 9er Brötchen, die ganz normalen Frühstücksbrötchen. Und einmal die Dinkelbrötchen von Koppenrad und Wiese. Hier sind 6 Stück drin. Dann habe ich 2 Packungen Puten-Mini-Steaks geholt. Jeweils 400 Gramm. Eine Packung in 500 Gramm vom Rinderhackfleisch. Und hier haben wir Schweinefilet. Hier sind knapp 470 Gramm drin. Den hier benutze ich gern für den Gulasch und die Tomatensuppe. Dann machen wir mal in diesem Kühlschrankbereich sozusagen weiter. Hier habe ich zweimal so ein Grießbrei-Dessert geholt. Einmal in Erdbeer-Himbeer und einmal in Rote Grütze. Dann habe ich hier Hummus Pikant. Ich finde, das ist der einzige Hummus, der wirklich gut schmeckt. Und die sind für Alex. Das sind so eine Honey-Pepper-Antipasti. Und hier haben wir Antipasti, so einen ganz normalen, wie ihr die wahrscheinlich auch kennt. Hier sind eingelegte grüne Peperoni, rote Paprikaglocken, Kirschpaprika gefüllt mit Frischkäse. Und ja, das ist gerade momentan seins. Er versucht gerade auf Fleisch zu verzichten. Ich habe ihn allerdings trotzdem was gekauft. Mal sehen, ob er es essen wird. Wenn nicht, gebe ich es meinem Vater. Das ist so ein Rindersaftschinken und ich finde, der sah wirklich toll aus. Er hat kaum diese weißen Fettstreifen. Ein Käse, den ich früher super gern gegessen habe, das ist dieser Räucherkäse und der ist mit Nüssen drin. Und da ich schon Ewigkeiten nicht mehr bei Aldi einkaufen war, war es jetzt einfach mal wieder an der Zeit, den hier zu holen. So, jetzt kommt der Lidl-Teil. Zweimal Frischkäse, einmal Kinder Maxi King, ganz normale deutsche Markenbutter, die ist von Milbona, von der Eigenmarke von Lidl. Zweimal Leberwurst in Fein, zweimal Geflügelmortadella. Dann haben wir hier wieder diesen Grana Padano, wird da so ausgesprochen, ich bin mir nicht sicher. So eine Art Parmesan in ganz, ganz fein gerieben. Eine Packung Tilsiter, von denen habe ich ja schon letztes Mal geschwärmt. Das sind diese Hähnchenbrustfiletstückchen in Sweet Chili. Müsst ihr unbedingt probieren, der absolute Traum. Zumindest für mich, ich liebe die Dinger. Früher waren die total fettig und ihr habt, also wenn man reingebissen hat, hat man entweder immer auf ein Fettstückchen gebissen oder auf Knorpel oder so. Irgendwas haben sie geändert. Ich glaube, es gab zu viele Beschwerden und jetzt sind die wirklich super. Man findet kaum ein Fettstück mal drin. Dann haben wir hier so einen Knusperjoghurt, 2 Stück. Dann habe ich so ein
ähnlichen Joghurt geholt. Der ist mit Vanillesoße, also mit Vanillegeschmack und mit so einen Keksen, die man reinpacken kann. Die Kinder mögen so eine ganz gerne. Und dann haben wir natürlich zwei Packungen bunte Eier und einmal normale Eier. Ich würde diese Abteilung jetzt mal so die süße Abteilung nennen. Die habe ich auch wieder aufgeteilt. Wir haben hier so eine Gitterchips und die fand ich total toll. Ich bin gespannt, wie die schmecken. So allein vom Aussehen schmecken die schon lecker, findet ihr nicht? Vielleicht kommt es mir auch gerade nur so vor. Dann habe ich hier so einen löslichen Kaffee. Hier haben wir Butterwaffeln und so eine ähnlichen Waffeln. Allerdings sind das Waffeln fürs Eis zum Drauflegen. Und wir haben Waffelhörnchen zu Hause fürs Eis. Allerdings macht Emma die immer kaputt und streut sie sich drüber. Und damit sie es nicht machen braucht, fand ich die hier praktischer. Und so haben wir die anderen dann für uns. Hier sind so eine Doppelkekse. Die haben wir früher auch immer so gern gegessen. Und seitdem ich nicht mehr zum Aldi komme, haben wir die natürlich nicht mehr allzu häufig. Deswegen kamen die gleich mit. Und solche Blätterteigfächer, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, schmecken ganz okay. Und dann gab es das auch wieder von Aldi. Und zwar dreimal Kamillentee. Zweimal schwarzen Tee. Ich finde, der schwarze Tee von Aldi schmeckt wirklich mit am besten. Und einmal den Cappuccino von Aldi in Schoko. Und ich musste natürlich die hier mitnehmen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Das sind so eine Art Croissantbrötchen. Oh, die schmecken so gut. Ich habe die mal von irgendeinem Bäcker gekauft und die haben mir so gut gefallen. Ich konnte die aber bei Lidl nicht finden. Und jetzt habe ich gesehen, dass Aldi die hat. Da habe ich zwei Stück mitgenommen. Einen für Alex und einen für mich zum Probieren. Und diese Chips, so eine Paprika-Sticks, die gab es von Lidl. Hier haben wir einmal Waschpulver von Ariel. Das kaufe ich ja immer gerne. Und das gab es gerade wieder mal im Angebot. Diese Multivitamin-Säfte sind von Lidl. Die hier unten sind von Aldi. Ich denke, die werden 1:1 gleich schmecken, bloß dass die Verpackung anders aussieht. Dann haben wir hier nochmal Taschentücher. Die sind für den Kindergarten. Emma braucht wieder welche. Zwei Packungen von diesem Saft. Dann haben wir 8 Packungen Milch, 2 Packungen Zucker und ich habe diese Feuchttücher hier gekauft. Meine Freundin hat sie mir empfohlen, nachdem sie ein Video von mir gesehen hat. Ihr wisst, ich kaufe immer die von Pampers, weil die anderen so schnell eintrocknen. Und deswegen hat meine Freundin mir diese hier empfohlen. Sie meinte, die sind super und wirklich vergleichbar mit Pampers, bloß günstiger. Also falls ihr wollt, könnt ihr sie ja auch gerne mal probieren. Hier haben wir 3 Packungen Küchenrollen. Ich habe keine einzige mehr. Meine letzte Rolle ging vor 2 Tagen zu Ende und jetzt bin ich die ganze Zeit ohne Küchenrolle ausgekommen. Das war die Hölle. Deswegen mussten 3 gleich mit. Dann habe ich hier so einen Fensterreiniger von Kärcher. Den gab es gerade im Angebot. Ich glaube, ich habe den bei Amazon für 50 Euro gesehen und wollte den kaufen. Und bei Lidl, ich bin der Meinung, gab es den jetzt für 40. Ich habe den einfach mal mitgenommen zum Testen. Oh, und das war was Neues. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Sagt mir bitte, ob es das schon vorher gab und ich da einfach nicht drauf geachtet habe. Das sind diese Burger Buns, die wir ja sonst auch immer kaufen. Die sind aber mit Chili verfeinert. Und auch wenn ich es scharf mag, mag ich es nicht allzu scharf. Ich bin also gespannt, wie die schmecken. Ich weiß aber, Alex werden die schmecken. Er mag sowas. Dann gab es diesmal auch ganz andere Tortillas. Oh, ich habe so viel gefunden, ich war total glücklich. Tortillas mit Karotten und mit roter Beete. Mal sehen, wie die schmecken. Ich finde, allein fürs Auge ist es total toll, wenn ich mal wieder irgendwie so eine Enchilada-Pfanne oder sowas mache. Dann sieht das da drin richtig, richtig schick aus. Also für sowas kann ich das immer nur empfehlen. 2 Packungen Toastbrot, 1 Packung Meerkorn, 1 Packung Bauernmildes. Ihr kennt das ja inzwischen jetzt. Und ich finde, das ist eins mit der besten Brote bei Lidl. Ich finde, die haben nicht allzu viel gute Auswahl. Dann haben wir hier 8 Bockwürstchen. Hier habe ich verschiedene Nudeln gekauft. 2-mal diese Fossili-Nudeln und 2 Packungen Penne, 3 Packungen Spaghetti, 1 Packung von diesen Röllchen-Nudeln. Die haben den Kindern letztes Mal so gut gefallen. Und Emma hat dann die ganze Zeit gesagt, sie möchte diese hier nicht, sondern immer nur die. Deswegen kamen die mit. Übrigens, der ganze Einkauf, den ich euch bislang gezeigt habe, der war von Lidl. Und jetzt kommt ein Teil von Aldi. Das sind einmal so eine Wok-Nudeln. Und guckt sie euch mal an. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Nudeln sehe. Und die werden wahrscheinlich Alex und ich alleine essen, weil es sonst zu wenig sind. Das war auch von Aldi. Das sind so eine Art Spaghettis. Spaghettis mit so einem Bandnudelmix. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Die sind mit Lachsgeschmack. Also die sind mit Lachs verfeinert. Und ich bin gespannt, ob der Geschmack wirklich durchkommt.
Das hier ist nun wieder was von Lidl und zwar sind das 6 Packungen Schlagsahne. Dann habe ich diese hier super gerne im Auto. 2 Stück in Minze und einmal in Wassermelone. Wenn wir lang unterwegs sind oder sowas, nehmen die Kinder gerne Wassermelone und ich mag halt die Minze mehr. Dann haben wir hier eine Packung Lorbeerblätter. 3 Packungen Sojasauce. Das ist übrigens jetzt so wieder die Lidl-Abteilung hier. Dann habe ich wieder mich so ein bisschen mit Gewürzen eingedeckt. Paprika edelsüß, Pfeffer. Dann haben wir hier Zitronenpfeffer. Der ist übrigens richtig toll. Seitdem ich den gekauft habe, kann ich gar nicht mehr ohne den. Und ich finde, am besten schmeckt der, wenn ihr euch so eine Maiscracker nehmt, da drauf so ein bisschen Avocado schmiert und das dann oben drüber streut. Och, das ist der absolute Traum. Tomatengewürz, wieder edelsüß, Cayennepfeffer und Chili. Dann haben wir hier 2 Packungen von dieser Sahne, die man sich aufs Brot schmieren kann. Kokosmilch einmal. Diese 2 hier sind wieder von Aldi. Einmal die Hühnerbrühe und einmal die Gemüsebrühe. Aldi hatte normalerweise eine andere Marke. Nicht diese Legusto, sondern irgendwas anderes. Und die war immer wirklich am besten. Da gab es nicht so viel von diesem Zwiebelpulver. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass sie ganz viel Zwiebelpulver reinmachen. Zwiebelpulver scheint günstig zu sein und deswegen kommt es irgendwie in jede Brühe mit rein. Und ich finde, die Brühe verliert so ein bisschen an Geschmack. Die schmeckt dann fast nur nach Zwiebeln. Und das finde ich schade. Ich muss die aber echt nochmal probieren, bevor ich da irgendwie mir so ein Urteil drüber fällen kann. Das hier ist wieder von Aldi. 2 Packungen Mayonnaise, 2 Packungen Ketchup. Die hier war von Lidl, das ist eine Packung Lasagne. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, von wo ich diese hier hatte. Ich glaube, die hatte ich von Aldi. Und zwar ist das dieselbe Marke wie meine süß-saure Soße. Und ihr wisst ja, das ist die, die auch McDonald's hat in ihren kleinen Päckchen. Und ich finde, die Mayonnaise von McDonald's schmeckt immer so absolut toll. Deswegen wollte ich die hier mal probieren. Diese Mayo wird trotzdem verwendet für verschiedene Salate und für Eier und ähnliches. Aber die hier wollte ich unbedingt für die Pommes haben. 4 Packungen passierte Tomaten von Lidl. Dann haben wir hier 3 Packungen, also 3 Säcke voll mit Kartoffeln. 1 Packung Knoblauch, beide übrigens von Lidl. Dann haben wir hier Radieschen von Lidl. 1 vorgereifte Mango von Aldi. 1 Sack Zitronen von Lidl. 1 Sack Avocados von Aldi. 2 Kohlrabis von Aldi. 3 rote Paprikaköpfe von Lidl. Und hier ist jeweils eine Gurke von Aldi, eine von Lidl. Weintrauben von Lidl. Und hier sind insgesamt 500 Gramm drin. Dann haben wir hier, ich glaube, das sind 6 Tomaten von Lidl. Hier haben wir so eine Apfelbox für 2 Euro von Aldi. Die Birnen hier waren ebenfalls von Aldi. Hier ist 1 Kilo drin. Und die Bananen habe ich auch wieder im Mix gekauft. Die beiden hier, die etwas grüneren, sind von Lidl. Und die beiden etwas gelblicheren sind von Aldi. So, das war's. Ich glaube, es war lang genug. Ich bin fix und alle gewesen heute nach dem Einkaufen. Man merkt doch, dass es einfacher ist, in nur einen Laden zu fahren, statt in 2. So, wir beginnen. Heute ist Mittwoch. Heute gibt es eine Reissuppe. Am Donnerstag plane ich Spaghetti mit Chili con Carne. Am Freitag soll es gefüllte Schiffchen geben und ich bin gespannt, ob ich das tatsächlich mache oder nicht. Aber falls ich es mache, seht ihr es jetzt. Am Samstag will ich eine Regenbogenforelle mit Kartoffeln machen. Am Sonntag gibt es wieder irgendwas, ziemlich spontan, weil ihr wisst ja, Sonntag ist immer unser kindfreier Tag und da machen wir immer irgendwas. Am Montag gibt es dann gedünstete Kartoffeln mit Fleisch. Am Dienstag wird es eine Tomatensuppe geben. Am Mittwoch gibt es dann Gulasch mit Reis, Nudeln mit einer Sahnesoße und entweder Brokkoli oder Lachs, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wird es dann am Donnerstag geben. Am Freitag haben wir uns dann was bestellt. Am Samstag war dann Max Einschulungsfeier. Und am Sonntag mal wieder Reste essen. So, und jetzt habt ihr meinen Plan. Wie gesagt, ich habe mir echt Mühe gegeben, alles im Vorfeld zu holen, damit wir nicht nochmal in den Laden müssen. Ich hoffe, ich habe wirklich an alles gedacht. Heute muss es nämlich etwas schneller gehen mit dieser Planung. Ich packe jetzt nur noch alles weg und das war's dann. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!